So, jetzt kommt natürlich noch der schönste Teil, unsere Boxen öffnen. Ich habe überlegt, ob ich die vielleicht behalte oder halt vielleicht verkaufe. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Preise davon sind ziemlich gesunken, ungefähr sieben Pärchen pro Box. Ich meine, sind trotzdem 42 Pärchen, okay, aber ich meine, wenn man halt mal so sein Equipment hat, dann ist es eigentlich eh nur noch Colo-Sachen, die man hat und irgendwie braucht, also Colo-Token, um halt, oder Angel-Coins, um die Sachen dann zu uppen, aber ansonsten gibt es eigentlich fast, ja, wofür will man noch Geld ausgeben? Hier vielleicht fürs Set und so noch, okay, fürs Yggdrasil-Set und so, aber ansonsten gibt es eigentlich relativ wenig, was man mit Geld noch kaufen kann und deswegen, why not, hoffen wir einfach mal, dass wir einigermaßen Glück haben und das Ganze halbwegs funktioniert und mal schauen. Sorry übrigens für das Geräusch im Hintergrund, das ist meine Klimaanlage, es ist einfach sauber. Okay, let's go. Oh Gott, hier ist aber viel Müll dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind das einzeln? Uff. Uff. Hier ist immer mega viel Müll dabei. Oh. Was tue ich mir gerade an? Komm. Oha, da war mal ein Umhang dabei. Da ist nochmal ein Umhang. Ja, das ist ja nicht angenehm. Bitte kein Moons. Oh nee. Oh nein. Oh nein. Wie viel waren das überhaupt? Ich weiß es nicht. Das ist ja immer richtig lustig. Ja, komm, Angel Ampli. Come on. Drei? Oh Mann. Wenigstens diese scheiß Möbel hätte es geben können. Ja, gut. Also, ich verstehe, warum diese Dinge weniger Wert haben mittlerweile. Okay, Potions. Kann man leicht verkaufen zumindest. Ja, ich hätte es nicht machen sollen. Das Zeug zu verkaufen war halt echt dumm, glaube ich. Nicht zu verkaufen war dumm. Ich komm, gönn doch wenigstens mal das gute Zeug. Jetzt gebe ich diese scheiß Dinger. Alter, das ist immer mega behindert. Ich hätte so wieder. Komm, gib ein. Oh. Wow. Ja, das waren jetzt richtig, richtig schlecht investierte 42 Perien. Gut, also das Zeug verkauft man halt einfach wirklich. Also klar, wenn man einen Umhang bekommt, 300 Perien instant, aber ja, das macht keinen Sinn, glaube ich. Naja, gut, wieder was rausgelernt. Nächstes Mal machen wir es anders. So, später am Abend noch kurz die Rüstung uppen. Ich habe es letztens übrigens auch geschafft, mit ein paar verbleibenden Versuchen das Ding auf 15 zu uppen. Also manchmal hat man nur Pech und manchmal hat man nur Glück. Es fühlt sich teilweise ganz komisch an Fly-Fi, aber naja. Okay, ja, seht ihr? Das ist ganz, ganz, ganz komisch. Okay. Also bis 20 wäre natürlich geil, werden wir nicht schaffen. Bloß 17 wäre nett, ja. Aktuell sieht es auch so aus, als hätten wir da wirklich eine reale Chance, das zu schaffen. Aber ich verschreie jetzt mal gar nichts. Ja, also aktuell ist es okay. Mal schauen, wie lange das dauert. 16? 17, okay. Soweit das Ganze, wollte ich nicht. Okay, 17, gut. ich wüsste, ich verschreie nichts, okay. Das war schon ein bisschen unangenehm auf alle Fälle. Ja, ein bisschen besser. Ja. Plus 18 wird schwierig. Ich denke nicht, dass wir es schaffen. Uff. Es ist so weird irgendwie. Die Upgrade-Chancen fühlen sich so unnatürlich an. Das ist halt unfassbar. Sollen wir vielleicht mal schnell irgendwie. Ich meine, es ist viel zu spät und so, aber egal. Wo ist das Paperbinder? 5 Perien? Nee. Nee, so viel bringt es nicht. Plus 18. Okay, sehr gut bisher. Sehr, sehr gut. Komm, 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 komm. Nein, das mach nicht diesen. Komm, hör auf, nein. Ach Mann, okay. Plus 18 ist aber. Ist okay. 12% Damage Reduction, das ist sehr okay. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt Glück haben oder vielleicht eher nicht. Also ich habe jetzt 101 Versuche, glaube ich, aktuell. Plus 14 ist auf alle Fälle, hoffe ich zumindest. Deswegen mal jetzt mal plus 14 als. Einstellung 11, 12, 13, ja, vielversprechen. Das Ding ist, ich brauche das ganze Set halt eben auf plus 20. So hoch ist übrigens nicht mal mein Set vom
Granger. Oh, warte mal kurz. Oh, scheiße. Und, toll. Problem ist, aber ich brauch's unbedingt zum Tanken für Legendary Colosseum. Ja, so wird das nix. Wow. Wow. Einfach wow. 58 nur noch. Fuck. Okay, das wird lustig. Ja, das ist halt wieder... Warum spiele ich immer Spiele, die so RNG-based sind? Es ist einfach nervig. 29 Tries noch, okay, also plus 14 schafft man gerade noch so. Komm jetzt. 11. Mann. Fail doch nicht die ganze Zeit. 12, 13. Ey, nicht mal plus 14 habe ich es bekommen. Boah, WTF. Ernsthaft. Es ist halt richtig, richtig schlecht. Das ist halt richtig schlecht. 26 Tries habe ich jetzt noch für den Scrolls, aber... Oh, ich habe gehofft, vielleicht schaffen wir sogar bis plus 18 oder so mit den ganzen Scrolls. Das ist halt echt nervig. Ach, boah, wie viele Tage muss ich noch Kolosseum hier... Oder wie viele Wochen muss ich noch Kolosseum farmen, bis das Set mit plus 20 ist? Ich weiß nicht warum, aber es ist alles irgendwie... Ich bin irgendwie mit CW aktuell nicht mehr so zufrieden. Das Ding ist einfach, schau mal her. Ich mache mir zwei Charaktere. Ich hab natürlich erstmal alles auf dem ersten Charakter. Und dann merkt man so, hey, es gibt so viel Kolosseum hier, saugeil. Kauft man sich diese Scrolls für Kolosseum-Token. Ja, gibt's auch für Angel Coins, aber sind viel zu teuer. Gehen wir kurz hin. Trade, so. Ein Equipment Upgrade Scroll kostet 250 Angel Coins. Pro Stunde farm ich. Warte kurz, schau nach. Beziehungsweise ich weiß gerade nicht, ob ich so schnell finde auf die Schnelle. Hier habe ich gestern mal mit Knight eine Stunde gefarmt. 2,4k Mobs, weiß nicht so gut. 1550. Ich meine, okay, es sind auf alle Fälle ein paar Scrolls. Okay, das Problem ist nur, man braucht schon mal mindestens, also ich brauche hier, ich habe hier ein Beat drin, ein Angelic Beat und auf dem anderen Charakter habe ich vier drin. Das heißt, ich habe 5 Angelic Beats pro Woche, das bedeutet 5000 Angel Coins pro Woche, die ich halt nur dafür brauche. Und also man kann halt nicht 5000 Angel Coins pro Woche farmen und dann noch irgendwie größere Mengen von diesen Equipment Upgrade Scrolls kaufen. Das funktioniert einfach nicht. Und halt über diese Colosseum Token, ich meine, okay, man farmt irgendwie in der Woche, glaube ich, 10k oder so oder knapp 10.000. Damit kann man sich einige Dinge kaufen. Nur ich muss ja wieder eine ganze Woche warten, bis ich wieder Colosseum Runs machen kann. Und dann wieder versuchen kann, halt die nächsten, die nächsten paar Versuche zu starten. Und ich weiß nicht, es ist halt, ich meine, das Ding ist so, überlegt mal, wie lange bin ich jetzt hier noch beschäftigt, diese Scheiß-Sets zu upgraden? Das dauert mindestens einen Monat. Einen ganzen Monat. Ich meine, was soll das? Das ist halt einfach... Bis ich dieses Set oben habe, bis dahin spielt hier keiner mehr, beziehungsweise keiner mehr wahrscheinlich Bock, hier irgendwie was zu farmen. Und, ganz im Ernst, ich weiß es nicht. Warte, aber ich merke gerade, die Suit hier könnte man auch nur neu erwecken. 42 STA. Ich meine, der Axis hat ziemlich gut erweckt, aber ja, müsste eigentlich auch ein bisschen besser werden, glaube ich. Naja. Jetzt mal noch ganz kurz eine Sache. Und so noch haufenweise STA-Scrolls hier. So. Einen Moment. Wir können auch diese STA-Plus-Rollen drauf machen. Da sind die Dinge. Wir kaufen da direkt dann die guten, die besten. Bringt halt schon mal einiges, glaube ich. Oder warum habe ich hier die ganzen Effekte nicht mit? Habe ich das Ding nicht sogar schon mal STA Plus gemacht? Bin mir gar nicht sicher. Exchange. 42 Scrolls. Nice. Plus 2. Also es geht bis plus 8. Ich kann einfach sagen, es ist auch rigged as fuck. Man kriegt halt einfach immer plus 2 fast. Also plus 2, plus 4. Ganz selten plus 6, aber plus 8 habe ich jetzt in... Ich glaube, 200 Scrolls so noch nie bekommen.
Und ja. Was soll man sagen? Den plus 3 drauf haben wir auch gleich. Ich bin übrigens gerade auf pur SCR, falls euch wundert. Ey, wie gering sind mit den Chancen? Das wollte ich nicht, egal. Plus 4, okay. Plus 4, gut. ich probiere es trotzdem weiter. Ich will vielleicht mal noch. Oh, plus 6, okay. Plus 2. Oh, plus 6, okay. Zufriedenstellend. Und wieder plus 2. Plus 4, plus 2, plus 2, plus 2. Ja, plus 4 muss ich jetzt leider lassen. Okay, die Frage ist, wie sehr haben wir jetzt eigentlich davon profitiert? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. 268k. Ich muss mein Video zurückscrollen, ihr könnt auch zurückscrollen. Ja, sonderlich viel war es, glaube ich, halt echt nicht. Es ist halt. Also ich meine, klar, es sind jetzt hier einige STR, sind 8 STR, 12, 20, 21 STR mehr. Ist natürlich jetzt wirklich schon ziemlich geil und hat nicht so viel gekostet. Oder im Prinzip nichts gekostet, aber ja, ich würde halt ganz gerne irgendwie auf CW Fluff irgendwas halt maxen, also aber manchmal ist es halt irgendwie so, es fühlt sich alles so an, als wäre es halt nicht dazu gedacht, irgendwie gemaxt zu werden, so du kannst ja deine Set nur ganz schwer auf plus 20 bringen, deine Waffe, gut, Waffe geht im Prinzip, Schmuck halt auf plus 30 ist halt auch super schwer, beziehungsweise plus 20 ist halt schon mal sauteuer, ich meine 1000 Versuche zum Upgraden auf plus 20, ich weiß ja nicht, warum es alles immer so. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nichts sagen, aber alles ist immer so unerreichbar irgendwie. Das stört mich halt irgendwie echt aktuell ziemlich krass. Also, ich will einfach mal irgendwas abschließen und halt nicht immer so rumeiern, ewig lang, und ich denke, ihr versteht, was ich meine. Naja, danke fürs Zuschauen.